18. Im Laufe des Tages wird sich auch eine zweite noch dazu gesellen. In dem Fall der Pilot, den wir auch schon mit der Rafale gesehen haben, Chris Hittl am Start mit seiner A10 Warzenschwein. Eine Maschine aus den späten 70er, Anfang der 80er Jahre. So, damit kommen wir zum letzten Programmpunkt, dann lassen wir es mal richtig krachen. Wir stellen ein paar Ballons auf und die Piloten müssen dann versuchen, diese mit ihren Magnums zum Platzen zu bringen. So, die Ballons sind einfach nur mit Bändern beschwert, die können also ein bisschen nachgeben und auch ihre